zu den Verbrechen deutscher Einsatzgruppen auf der Tammernhalbinsel im Jahr 1943. Valodja sprang auf und rannte los durch den Wald der anderen Seite des Dorfes entgegen. Er spürte Stiche in der Milz und japste weiter, konnte nicht aufhören zu laufen. Den Weg erahnte er mehr, als dass er ihn sah. Es war dunkel geworden, er musste vorwärts kommen. Nach 20 Minuten hatte er den Hof von Nadjas Eltern erreicht, der still im Dunkel vor ihm lag. Er rief und niemand antwortete. Als Valodja ein paar Schritte auf das Haus zumachte, stolperte er über ein Hindernis am Boden. Entkräftet, wie er war, konnte er sich nicht halten und schlug hart auf. Worüber war er gefallen? Er fühlte mit beiden Händen, untersuchte den Gegenstand, Beine. Er folgte den Beinen bis zum Oberkörper, wo er einen langen, schmalen Bart ertastete. Es war Nadjas Vater, der hier lag. Bart und Wangen waren klebrig. Als Valodja weiter tastete, merkte er, dass die Stirn des Mannes fehlte. Die Nase war noch da, auch die Nasenwurzel, doch dahinter war nichts mehr. Er zuckte zurück. Auf Händen und Knien arbeitete Valodja sich danach zum Wohnhaus vor, immer in der Angst, erneut auf einen Toten zu stoßen. Wieder rief er, wieder antwortete niemand. Das Haus kannte er gut. Nadjas Familie war gesellig gewesen und Nadjas Mutter hatte immer gut gekocht. Zusammen mit seinen Eltern und Alotschka war Valodja häufig zu Gast gewesen. Gleich hinter dem Flur ging es in die Küche, wo der Ofen stand, auf dem im Winter die gesamte Familie schlief. Valodja tastete sich bis zur vorderen Ofenbank vor. Er wusste, wo Nadjas Mutter die Kerzen verwahrte. Über dem Holzfach war ein Schubkasten, darin fanden seine Finger einen Kerzenstummel und Streichhölzer. Er entzündete ein Licht und schaute sich in der Küche um. Am Tisch saß der 10-jährige Lev, der beim Frühstück erschossen worden war. Sein Gesicht lag in einer Schüssel mit Grütze, dicke Spritzer waren über den halben Tisch verteilt, viele klebten am noch halbvollen Topf in der Tischmitte. Valodja hatte Hunger, also aß er erst den Topf leer, dann kratzte er die Reste vom Tisch. Schließlich fuhr er vorsichtig mit dem Löffel in die Schüssel und um den Kopf des toten Jungen herum. Lev hätte nichts dagegen gehabt, das wusste Valodja, sie hatten oft miteinander gespielt. Sein Löffel streifte ein paar von Levs Haaren und sein Blick fiel auf das schwarze Loch mitten im blonden Schopf. Ob er Levs älteren Bruder Pavel auch finden würde? Im Wohnhaus war er nicht, weder in einer der Schlafkammern, noch in der Speisekammer, noch auf dem Heuboden darüber. Auch in der Scheune und im Stall keine Spur von dem Jungen, der 3 Jahre jünger war als Valodja. Vielleicht hatte Pavel es geschafft, sich vor den Deutschen zu verstecken. Schließlich entdeckte Valodja ihn doch noch, eher zufällig, als er sich dort, wo Nadjas Vater Holz hackte, eine Axt holen wollte. Eine schlechte Waffe gegen Pistolen und Gewehre, aber besser als nichts. Sein Weg führte ihn draußen am Klosett vorbei und das von seiner Hand beschirmte Licht des Kerzenstummels fiel für einen Moment auf einen Fuß, der unter dem Türspalt der kleinen Hütte hervorschaute. Auf Brusthöhe der Tür eine Garbe von Einschusslöchern, wahrscheinlich von einer Maschinenpistole. Valodja rüttelte an der Tür, die von innen verschlossen war. Die Deutschen hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, Pavel aus dem Klohaus herauszuholen. Sie hatten ihn durch die Tür erschossen.